Arme wie das Ei, in dem sie wohnt. Es ist eine Tigerschlange oder besser bekannt als Tigerpython. Es ist ein Albino, eine ganz besondere Schlange. Der Schlange fehlt nämlich die Farbe. Normalerweise ist ein Tigerpython schwarz und braun gemustert. Diese hier ist weiß und gelb und sieht aus wie Vanille. Habe ich euch eigentlich erzählt, dass so eine Tigerschlange auch ganz gerne auf Bäumen herumklettert? Ja. Ich brauche mal 3 kräftige Bäume hier vorne. Gut, dann muss ich mal schauen. Wir fangen mal von da an. Du, bitte ohne Fotoapparat. Du, hier drüben kannst auch kommen. Und dann nehmen wir noch einen von hier vorne. Die Kleine, du kannst kommen. Kommt mal alle 3 hierher zu mir. Stellt euch mal nebeneinander. Mit dem Gesicht in die Richtung. Ich pflanze mal dahin. Zack. Genau. So, schönen guten Tag erstmal. Wie heißt du, Baum? Das ist der Lina-Baum. Sehr hübsch anzuschauen. Und Anastasia-Baum. Sehr selten. In 150 Jahren erst ausgestorben. Und Ika? Nika? Ach, Ida. Darf das keiner wissen? Also weiß keiner von euch, dass sie Ida heißt. Alles klar. Okay, den Ast mal hier rüber. Schön festhalten. Nein, deine Äste kommen hier nach vorne. So. So. Und dein Ast kommt hier rüber. So, wenn ich hältst du dich hier fest, ja? Okay, den Ast auch noch hoch. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie so eine 3,10 Meter lange Schlange auf diesen 3 hübschen Bäumen herumklettert. Guck mal hier raus. So, du nimmst den Schwanz und den Popo der Schlange, du nimmst den Bauch von der Schlange und du nimmst den hübschen Kopf und den Hals der Schlange. Ja, steh einfach gerade. Steh einfach und guck nach vorne. Die tut dir nichts. Die hat gefressen. Vorhin 2 Kinder. Nein, es war ein Spaß. Schlangen würden niemals kleine Kinder essen. Auch keine großen. Die riecht nur mit der Zunge. Siehst du das? Ja. Ey, habt ihr schon bemerkt, die Kinder fühlen sich noch pudelwohl, obwohl die Schlange so riesengroß ist. Die Schlange kann auch noch 1 Meter länger werden. Sie hat dann einen knapp 4 Meter und ist dann fast ausgewachsen. Clever. Leute, die nächste Bürgermeisterin. Frau Bürgermeisterin kann sich setzen, du warst ein super Baum. Du bleibst bitte noch stehen. Und du kannst dich auch wieder hinsetzen, warst auch ein super Baum. Und für die beiden Bäume bitte mal einen Applaus. Und wir hier vorne machen jetzt mal ein Experiment. Bist du dazu bereit? Sehr schön. Im Urwald wachsen die Bäume ja krumm und schief. Zeig uns das mal, wie so ein Urwaldbaum aussieht. Naja, ein bisschen krummer schon. Hüfte mal raus. Ja, sehr schön. Ein Original-Urwaldbaum. Aber bei uns im Wald wachsen die Bäume schnurgerade. Wie zum Beispiel die Kiefer. Zeig mal, schnurgerade. Genau. Und haben nur ganz oben Äste, wie ihr seht. Was meint ihr, ob die Schlange auch auf so einem Baum klettern kann? Ich zeig's euch mal, ja? Also die Schlange würde erstmal an den Baum heranklettern und sagen, ups, das ist aber ein komischer Baum, der hat ja gar keine Äste. Aber dann würde sie sich immer um den Stamm herumschlingen, immer weiter rum, bis sie die obersten Äste des Baumes erlangt hat. Und hier würde sie sagen, naja, hier oben ist ja doch noch ein hübscher Baum geworden. Und ich glaube, die Kiefer hat an dieser Stelle einen Applaus verdient. Ich nehme dir mal lieber die Schlange wieder ab. Nicht, dass die Äste von der Kiefer abbrechen, ja? So, nimm die Schlange mal bitte so, wie ich. So, genau. Und wir legen sie mal auf den Boden. Legen sie mal auf den Boden. Ja. So, du kannst sie wieder hinsetzen. Warst du super, Kiefer? Und jetzt beobachtet mal, ihr Lieben. Riesenschlangen schlängeln sich nicht wie Nattern durchs Geäst, sondern sie laufen auf ihren Rippen. Hier, beobachtet mal, wie sie ihre Rippen bewegt. Da kann sie richtig schnell laufen. Bis zu 20 Kilometer pro Stunde könnte sie schnurgerade auf einen Weg lang rennen. Das macht sie natürlich nicht. Sie liegt lieber faul in der Sonne rum und wartet, bis das Fresserchen vorbeikommt. Das ist ein kleiner Hund vielleicht, eine Katze. Ach nein, da wo sie lebt, kommt vielleicht mal ein Hase vorbei oder ein kleines Wildschwein und vielleicht sogar mal ein Krokodil. Aber dann frisst die Schlange etwa 3 bis 4 Wochen nichts mehr. So lange braucht sie, bis das Ganze hinten angekommen ist. Unsere Tigerschlange kriecht wieder in ihr Ei zurück und verschwindet im Dschungel.